und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht. Fun Fact, ich bin gerade dabei, ein YouTube-Video zu schneiden, während ich ein YouTube-Video hier drehe. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hinbekomme. Ich will mein Outfit zeigen. Ich habe einfach eine Cargo-Hose an. Die ist oben auch so hin unten. Proposition kann ich irgendwie auch nicht mehr. Die ist von Urban Outfitters und das Oberteil weiß ich um ehrlich zu sein nicht mehr. Ich finde es auf jeden Fall sehr süß. Und ich werde heute mit Rebecca und Diana backen. Ich freue mich schon voll. Ich habe nur voll Hunger. Deswegen muss ich davor nochmal Pizza besorgen oder so. Und da ich Social Anxieties habe, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist auch egal, werden wir jetzt zusammen da anrufen. Wir stellen einfach Pizza Margarita. Hallo, Luna. Hallo, ich würde gerne eine Pizza Margarita bestellen zum Abholen. Ja, 10 Minuten. Okay, danke schön. Tschüss. Ja, das ging ja klar. Okay. Ich schneide nochmal hier kurz und dann fahren wir los. Ich muss nur kurz überlegen, was ich alles mitnehme. Mein Handy, Geldbeutel ist drin. Oh mein Gott, da sind Socken drin, wie ekelhaft. Das ignorieren wir. Ja, sonst brauche ich nichts. Ich gehe danach auch direkt zu Didi. Oh mein Gott, ich sehe da gerade voll gruselig aus. Juhu. Wisst ihr, was einfach richtig traurig ist? Das ist heute meine allererste Mahlzeit, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin zu essen. Ich habe nicht die ganze Zeit Videos. Leute, die ist komplett... Ihr seht das jetzt nicht richtig, aber die ist komplett zerknautscht. Aber es liegt auch an mir, das war meine Schuld. Ey, diese Pizza ist so lecker. Das ist einfach nur ganz normale Pizza Margarita, aber ich finde die so toll. Oh mein Gott, Essen ist so toll. Warte. Ich hätte um 18.30 Uhr bei Diana sein sollen, jetzt 18.33 Uhr, aber es macht nichts, weil sie ist selbst immer zu spät und ich wette, wenn ich jetzt zu ihr kommen würde, dann wäre sie nicht mal da oder so. Ah, okay. Ich muss kurz telefonieren. Wir sehen uns später. Also. Du kannst auch machen. Ja! Oh mein Gott! Nein, aber du kannst. Du musst aufmachen, ohne dass ich Ja schreibe. Oh. Ja, du kannst doch! Hallo! Zum dritten Mal! Ich hab's so gut gemacht. Ja, ist okay, also hier werden jetzt Instant-Nudeln gemacht, weil Diana meinte zwar, wir essen nicht, aber ich hab Hunger. Sie hat auch Hunger. Was hast du gegessen? Nein, ich hab auch Hunger. Willst du mich gerade verarschen? Nein, ich hab gerade alleine Pizza gegessen. Hallo, wieso ist das für uns? Ich war bei der Pizza. Ich hab Diana gefragt. Okay, wo ist bestellt? Ich hab Diana gefragt. Und ich wollte nämlich Pizza mitbringen. Diana meinte aber, nee, ess zu Hause. Ja, weil ich dachte, dass wir backen und danach ich esse. Aber ich wusste nicht, dass du auch Hunger hast und Rebecca Hunger hat und ich auch Hunger hatte. Digga, ich hab extra gefragt. Ich kann nicht zuschauen, wie Rebecca die macht, Digga. Oh mein Gott. Das hast du jetzt alles reingemacht? Hä, was ist denn? Nein, und jetzt einfach zumachen und warten. Ihr schält mich voll. Ist in Ordnung. Mann, wie sehen wir aus? Gut sehen wir aus. Ich kühle sie. Digga, ich war. Nein, Dani. Ich filme nur kurz, wie ich esse, ja? Lecker. Wir sind noch mehr. Nein, alles gut. Okay, thank you. Ich hab Pizza. Pizza. Okay, Leute, wir haben immer noch so viel Hunger, wir machen uns jetzt nochmal eine Portion. War das da? Ja. Nein, nein, ich will sicher, dass du es von dort hast? Ja. Nein, ich meine nicht. Ja, da. Hast du noch. Wo sind denn die anderen Nudeln? Kann ich einfach so Reis essen? Auf jeden Fall, wir machen da jetzt Reis rein in die Reste der Dingssuppe. Oh mein Gott, die Suppe wird jetzt auch wieder warm, weil der Reis warm ist. Mach mal richtig viel. Ja, mach ich. Okay, aber mehr kann ich nicht machen. Oh ja! Huhu.
Darf ich probieren? Warum nimmst du Stäbchen? Ja, warum? Wie will man das mit Stäbchen essen? Das ist Reis. Ja, kannst du nicht mit Reisstäbchen essen. Das ist Reis in Suppe. Man kann das nicht mit Stäbchen essen. Natürlich. Physikalisch kann man das nicht mit Stäbchen Dani, essen. Dani, du willst mich gerade verarschen. Physikalisch kann man das nicht mit Stäbchen essen. Ich hab das gerade gemacht. Nein, okay, zeig nochmal. Bist du irgendwie... Also erstens hast du gerade nicht Reis mit Suppe genommen. Und zweitens ist das so... Ja, siehst du, das ist richtig unnötig, so zu essen. Oh, ich bin gerade irgendwie ein bisschen fassungslos. Schaut mal, Leute, Diana hat so süße Katzen. Weißt du, was man auch damit machen kann? Guck mal, die ist einfach fast so groß wie mein Fuß. Das ist einfach so, kennt ihr Pantoffeln? Sie ist einfach so ein Pantoffelding. Oh mein Gott, boah, man würde sie so das Fell abscheren. Sie wäre so dünn. Sie wäre so hässlich. Diana, hallo, ist doch in Ordnung. Wir wären auch hässlich, wenn wir Glatze hätten. Ich darf meine Katzen als hässlich bezeichnen. Du nicht, du nicht. Okay, es tut mir leid. Hallo, gib mir. Ich darf es nicht als hässlich bezeichnen. Ich habe nur gesagt, wenn sie kein Haar hätte, dann wäre sie eventuell... Die war letztens in der Tierklinik. Oh nein. Die hat einfach so einen Epilepsieanfall gehabt und ja... Digga, das ist jetzt ein bisschen zu tief. Okay, wir sind jetzt beim Rewe und wir gehen jetzt für die Cookies einkaufen. Habe ich schon erzählt, wir packen Cookies. Weißt du, was ich eigentlich so entschieden habe? Jedes Mal, wenn ich Flavor, dann schlägst du mich, okay? Okay. Okay, also wir haben jetzt Schokolade. Rebecca möchte noch unbedingt Center Shots haben. Diana noch Red Bull. Aber ganz kurz, wer mag keine Center Shots? Niemand mag Center Shots. Koffeinabhängigkeit. Nein. Wir sind jetzt wieder zu Hause bei Diana. Was ist Luna? Mit der Katze. Und ich esse jetzt einen Zeltaschal. Oh mein Gott, lass mal alle zu dritt zusammen einessen. Ich esse den jetzt aber alleine. Nein, wir essen jetzt alle zu dritt ein. Digga, warum tun wir immer diese Scheiße? Music is my best friend. Das ist so scheiße. So ist es nicht besser. Okay, wir essen jetzt gleichzeitig. Drei. Nein, warte. Ich hab das nur so gerochen. Oh mein Gott, ich liebe die. Okay, okay, okay. 3, 2, 1. Das klingt lecker. Ich auch. Miau. Hi, Katze. Gib mir dein. Nein. Also. Wir machen jetzt Butterschmelzen, weil wir wollen Cookies backen. Aber ich check nicht ganz, warum müssen wir einfach kurz in die Mikrowelle tun. Ist doch viel einfacher. Weil das da drin anfängt zu platzen. Nein. Das Fett ist. Es fängt nicht an zu platzen, es schmilzt. Du kannst einfach... So funktioniert das viel besser, okay? Du hast nie gebacken. Ich habe voll oft gebacken. Ja, aber die hat es nie geschmeckt. Jetzt. Ich habe immer Angst bei Kontrollverlust, weißt du? Weil sobald irgendjemand anders an der... Dani ist Joghurt. Joghurt mit der Ecke. Diana macht okay, alles. Lass mal Diana ausreden. Okay, sorry. Ich wollte gerade nur filmen. Du bist so scheiße im Film. Ja. Halt wirklich. Okay, ich übernehme jetzt, weil das sah gerade ganz schlimm aus. Ich habe bei Backen immer so einen Kontrollverlust, weil sobald irgendjemand anders dran geht, habe ich Angst, dass die Person verkackt und dann müssen sie schmecken. Ich kann voll gut backen. Okay, und jetzt kommen die Eier rein. Ich stehe daneben und schau zu. Ja, also, ich darf nichts machen, ne? Nein. Schau mal, das Ding ist, wir wollten wirklich zusammen backen, ne? Und Diana hat sogar davor gesagt, ey, ja, ich will nicht alles alleine machen. Und dann sagen wir, wir wollen ihr helfen, ne? Und sie sagt so, nein, weil sie Kontrollfreak ist. Ich will halt auch, dass die schmecken. Hallo. Das sind Cookies, so viel kannst du nicht falsch machen. Kommst du an? Und will dir so deine Liebe gestehen und du sagst dir in dem Moment, boah, ja, ich liebe dich, aber da kenne ich nicht jemanden. Und dann ist es aber jemand anderes. Ja, das ist voll die gute Idee. Das habe ich ja vorhin gemeint mit den besten Freunden. Okay, weil die Butter zu hart war, aber haben wir den geschmolzen, jetzt wieder gekühlt und jetzt kommt die hier rein. Richtige Anleitung. Ja, immer doch. Ich habe das Rezept ja hier auf dem Blatt Papier und jetzt wird gerührt. Mama! Für einer von euch, die Schokodinger reinmachen. Hast du gerade alles in eine Schüssel gemacht? Ich dachte, wir trennen das. Nein, wie sollen wir das trennen? Aber wir wollten doch... Ich hasse... Voll nicht. Oh. Nein, was ist so okay, schlimm? Okay, ich sag euch, wo die das Problem nicht. Ist. Da gibt's einmal Vollmilch und einmal Zartbitter. Kein Mensch auf dieser Welt mag Zartbitter. Und die hat jetzt Zartbitter beides ist lecker. Aber man sieht keinen Farbunterschied. Ja. Ist in Ordnung deswegen, weil mein Auge isst nur mit. Oh. Okay, also, Diana hat das gerade wie lange? Kuchen, wollte ich gerade sagen. Ofen. Nein, Kühlschrank. Halbe Stunde ungefähr nur. Ja, und wir formen die jetzt. Und du sollst mal aufhören, die ganze Zeit zu essen, Rebecca. Ist okay, dann oh, wie ich so rechne. Stop trash talking for a sec. Die sehen so geil aus. Oh mein Gott. Mom. Oh, die sehen so
schön aus. Ja. Hihi. Und da ist eine Katze. Hallo? Was sagen Sie dazu? Okay, dann nicht. Oha, oha, das nehme ich persönlich. Wir machen jetzt einen Geschmackstest. Es ist übrigens gerade noch eine Freundin gekommen, die redet gerade mit Rebecca, deswegen machen wir den Geschmackstest jetzt kurz an allen. Also, ja, dann. Oh, beißen wir da einen auf süß zusammen rein. Das ist gemeint, okay, ist in Ordnung. Wir sehen nicht aus wie eine 10 von 10, aber der Geschmack 10. Ich finde die hier schon voll aus wie eine 10 von 10. Ich kenne die schon. Boah, so geil. Mir weiß ich schon viel. Ich bring den beiden Stück raus. Ich hab noch Teig übrig, aber den Rest mache ich mal anders. Tschüss, Katze. Okay, Leute, ich habe dieses Video gerade eben zu Ende geschnitten, ne? Und mir ist aufgefallen, dass wir uns die ganze Zeit gegenseitig fronten. Also Friederike, Diana und ich. Entschuldigung, Rebecca. Und ey, Leute, ihr müsst wissen, wir sind richtig gut befreundet, schon seit einer sehr langen Zeit. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn das so normale Freunde ist, dann geht man so gut miteinander um. Wenn es so die besten Freunde sind, dann frontet man sich die ganze Zeit nur. Deswegen bitte versteht nichts falsch. Niemand war irgendwie je verletzt. Wir fronten uns einfach gerne. Und das ist so unsere Art, unsere Liebe zu zeigen. Weil sonst wäre eine Freundschaft ja auch super langweilig. Ich hoffe auf jeden Fall, dieses Video hat euch gefallen. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Checkt auch gerne mal meinen Insta-Account ab, ne? Der heißt so. Ich schreibe ihn hier euch in. Checkt den mal ab, bitte. Nein, müsst ihr nicht, alles gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.